weiter von Mester nach Schuli. Da vorne haben wir die Brückenkühe. Vorhin war es eine. Jetzt stehen da ganz viele. Gras gibt es da nicht. Was die da machen, wissen wir auch nicht. Was macht ihr hier auf der Brücke? Die Brücke zu scheißen. Da liegt da alle rum. Höhenmeter ohne Ende heute. Ich muss Schuli mal gucken. Gestern waren wir erst wandern, da merkt man schon noch in seinen Beinchen ein bisschen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ordentlich Proviant dabei. Wo ist auch Ort? Im richtigen Supermarkt vermuten wir, kommt erst in 130 Kilometern. Ordentlich Käse, Brot etc. Die Kioske hier haben auch Angebot, aber das ist immer eher so Bier, Cola, Limo, Chips, irgend so ein Industriebrot. Und dann hört es schon fast auf. Möchte man zumindest Haferflocken, Nudeln, Reis und so dabei haben. Warum sich wir wohl für keine Unterführung des Wassers entschieden haben, wahrscheinlich alles kaputt. Filme, ja, aber du kommst halt nicht. Nasse Füße. Damit habe ich nicht gerechnet, Schatzi. War doch ein bisschen schneller. Komplett nasse Füße. Na toll. Los geht's, Schatzi. Die Sonne scheint. Ist bis heute Abend trocken. Glaube ich, Wege toll oder sowas. Abpressen. Aber es sind noch nicht genug Kühe. Man kommt noch vorbei, die sind noch recht faul, stehen noch rum. Und die hängen aber alle auf der rechten Seite rum, ne? Also. Ja, da muss warten. Wir sind so langsam. Da kommen sie, die Kühe. Liegen sie alle faul rum. Da kommen wir Richtung Uschkuli. So letzte touristische Bereich. Eigentlich wieder hergewandert und zurückgefahren. Straße seit 10 Kilometer vielleicht. Ist nur noch sowas hier. Sind wir mal gespannt, was uns nach Uschkuli erwartet. Weil die Hauptroute ist ja zurück. Nach Mestia. Wir fahren das U weiter, weil wir natürlich nicht dieselbe Strecke zurückfahren wollen, auch wenn es sehr schön war. Sind wir mal gespannt, morgen wo wir wandern gehen. Hier nochmal, diesmal der Ausgangshöhe von 2000, nochmal 600 mehr. Fahren, fahren, außen fahren, außen fahren, außen fahren, außen fahren. Okay, dann fahr halt durch jeden großen Stein, den du finden kannst. Auch gut, Schatzi. Hier könnt ihr sehen, was uns die nächsten 20 Kilometer erwartet. Den Erdrutsch haben wir um eine halbe Stunde verpasst. Haben wir hier keine Stunde gewartet. Haben wir ein Video gemacht vorhin? Nee, ich habe nur ein Foto gemacht. Ach so, aber wir kamen vorhin da unten an und da hieß es eine Stunde. Ja. Dann ist hier frei, aber es hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert. Aber hier kommen schon neue Sachen runter. Und jetzt hören sie schon wieder auf. Sind fertig mit Arbeiten heute. Das ging wirklich schnell. Ja, aber war ganz schön steil. Da sind wir, Schuli, da hinten sieht man es schon. Hier hat man wieder die ganzen typischen Türme hier. Müssen wir uns auch noch mal genau belesen, wie das früher funktioniert hat, ob die sich da versteckt haben. Ausschließlich, wie die sich verteidigt haben. So richtig Fenster gibt es da auch nicht. Sieht echt cool aus. Ja, hat sich gelohnt, dich heute mal durchzubeißen, ne? Ja. Hier so. Anstrengend. Der anstrengendste Tag. Denke ich auch, ja. Brauchen wir noch Wasser, einen schönen Zeltplatz und dann passt es. So, Uschkuli, geschafft. Ist aber noch ein Stück bis in die Da sieht man das Dorf noch ganz mittelalterlich in seinem Originalzustand, so halb wahrscheinlich. Aha. Türmchen zur Verteidigung, die alten Steinhäuser. Und der Handymast ist aber nicht unser Anbieter.
Haha, ist doch egal. So, guten Morgen. Sind wir hier im Gästehaus in Uschkuli. Echt urisch hier. Ja, da lebt die ganze Familie unter einem Dach. Großmutter und Großvater. Und hier ist echt urisch. Mit dem Holzbackofen, es riecht richtig nach Räucherkerzchen. Ja, wir sind hier am Frühstücken gerade. Eigentlich ganz cool, ne, Schatzi? Ja. Richtig urisch. Ein guter Ausgangspunkt zum Wandern. Aber heute Nacht war es ganz schön kalt. Echt? Also nicht da oben, wo wir waren, aber Feld war es ganz schön kalt gewesen, glaube ich. Denke ich auch. Wir gehen auf die Touristenroute, die da gibt. Und da geht es wieder auch schon los mit Touristenroute. Gestern harter Tag, heute gehen wir entspannt mal zum Gletscher. Wieder runter. Mal gucken, da hinten sieht man schon. Ich glaube, das könnte der sein, doch wirklich, das ist der höchste. Auf der georgischen Seite. Nee, das kann schon sein. Dahinter, ja. Weil auf dem Bild war der von Uschkuli aus fotografiert, um zu sehen. Also der kann nirgendwo hinter dann sein. Das ist der. Und die haben ja geschrieben. Da oben sind die auch lang. Auf der ganzen Ridge. Selten ohne Wolken. Also wir haben das seltene Bild. Stimmt. Gestern Abend weiß ich gar nicht. Übel zu Schnee machen. Das ist echt kein Spaß da hoch. Von der georgischen Seite gehen sie für gewöhnlich nicht hoch, auch wenn es einfacher ist, weil die Logistik von hier schwieriger ist. Meistens gehen sie von der russischen Seite hoch und die kommen immer über einen Kamm zum Gipfel. Also von links oder von rechts. Hier seht ihr das flache, breite Tal zum Skaradgletscher. Wir entscheiden uns, diesen am nächsten Tag mit dem Fahrrad zu erkunden und stattdessen die Svaneti Range zu erklimmen. Auf dem halben Weg oben kann man schon noch wieder schön auf die Gipfel schauen. Wir wollen da hoch, ganz angenehm, viel Grün, ein Bach an der Seite. Immer noch Muskelkater von gestern und vorgestern. Langsam hoch. Zeit fürs Mittag. Schöne Steinchen gefunden, gerade ein Fußbad genommen. Müssen noch da hoch oder wollen noch da hoch. Ungefähr 52 Höhenmeter. Dann läuft man einen Kamm lang und dann langsam wieder runter. Schauen wir noch einen Blick. Zieht sich langsam zu. Der Bericht sagt Regen. Da sind wir gleich oben. Meinst du, wir müssen einen Meter über den Schnee laufen? Ha. Haben wir doch die Krampons mit denen sein. Haben wir Seil vergessen. Nur gucken, wo der höchste Punkt ist, dass wir dort das Bier trinken. Leg dich rein, Schatzi, mach einen Engel. Siehst du die ganzen Stecken hier? Matsche Schnee. Geschafft, Schatz, Schneefeld. Huhu. Check. Ja, sehr schön. Das ist die Schönwetterseite. Ich vermute, unten im Tal kommen wir dann lang und fahren dahinter. So geht's nach Village Mami, die Frali.
Und da, wo wir hingehen, steht gar nichts dran. Na super, da oben Bier trinken. Sitzen wir hier und haben Bier und stoßen an, weil was können, reimt sich nicht. Na toll. Grammar habe ich auch falsch gemacht. Weil du es kannst. Ja, gut, das ist schon besser. Na dann. Die Aussicht ist natürlich gewittrig. Ich habe auch schon ein paar Mal gedrungen. Da sind wir schon wieder zur Hälfte unten, kämpfen uns hier durch Rhododendron-Felder. Teilweise hat man den Weg irgendwie verloren. Auf der Wiese sieht man gar keinen, ohne GPS keine Chance, den zu finden. Ich weiß nicht, wie die anderen Touristen so laufen. Hier kann man das schon erkennen, aber wenn man nicht in der Nähe ist, dann sieht man auch diesen Pfad nicht. Und das läuft sich auch nicht wirklich schön. Das Wetter hat sich gehalten, hat man nicht so erwartet. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das war dann der Ruhetag.